So, willkommen zurück. Ein ganz kleiner Abstecher, weil es sich gerade so ergeben hat. Und zwar gehen wir mal in den Feuertempel. Einmal nehmen wir hier bei Schwaben die Quest an mit den 20. Dafür steht nämlich, wenn man das mal sieht, immer diese 20. Das ist nämlich genau die Quest. Die andere haben wir noch nicht. Ich bin hier nämlich eigentlich gerade am Sammeln gewesen. Um das Sammellevel hochzuziehen. Und dann haben Leute für Feuertempel gesucht. Da haben wir gesagt, okay, gut, dann gehen wir Feuertempel machen. Und zwar müssen wir hier runter ins Schlagballenwerk. Darüber kommt man... Man kommt über die Wüstengarnison ins Schlagballenwerk. Das müssen wir uns hier mal durchfleichen. In der Hoffnung, dass wir hier nichts attackieren. Oder nichts uns attackiert. Ich habe auch irgendwie schon wieder zwei Balken gemacht durch Sammeln. I don't know. Aber wenn sich so was ergibt, solche Gelegenheiten, dann nehme ich die gerne noch mit. Wir sind eh schon super, also wir sind für die Quest, die ich noch machen muss, eh ein bisschen überlevelt. Im Feuertempel nicht, deswegen mal gucken, wie es jetzt läuft. Es wird jetzt erstmal ungewohnt sein, nicht heilen zu müssen. Ich muss mich da noch richtig krass dran gewöhnen. Weil sonst stehe ich immer hinten, heile, die Welt ist in Ordnung. Also nicht. Gehen alle schon rein. Wenn man hier so drüber hapert, sieht man immer, wo die Leute gerade sind. Und die meisten sind gerade schon im Feuertempel dran. Es ist jetzt so früh am Morgen. Deswegen sind die, glaube ich, auch froh, wenn sie eine volle Gruppe gefunden haben. Und hier achten muss, hier ist eine Nicht-Flugzone. Hier hinten. Deswegen muss man dann gleiten. Es ist schade, dass wir keinen Kantor mit haben. Bei der, macht gut Schaden. Eigentlich. Und seine Buffs sind auch ganz cool. Gucken, wie weit wir hier kommen. Ich meine, wir haben 35er, 34er mit dabei. Der Templar tut mir ein bisschen jetzt schon leid. Wenn ich überlege, dass er hier 4000 HP hat und bei Level 50 bei mindestens 10.000 liegt. Weil das wirklich, also 10.000 ist Minimum beim Templar bei uns. So, Feuertempel, wir machen jetzt einen 20 Gegner Run, das heißt, wir müssen innerhalb dieses Bereiches hier 20 Gegner töten. Und Chromede. Chromede steht hier hinten, das ist der Endboss. Und wir werden hier auch nochmal rein müssen für die Kampagnenquest, die dann hier in diesem Bereich ist. In dieser Instanz gibt es 5 Minibosse. Ich glaube, es sind 5. Und die werden aber sehr, sehr selten gemacht. Ich bin dabei zu überlegen, ob ich einfach mal mit der Klerikerin hier reingehe und mal euch so ein bisschen die Spots von denen zeige. Ich könnte sie jetzt auch auf der Karte zeigen, aber ich finde es immer, wenn man es mal richtig sieht, immer besser. Deswegen... Gott, das ist ungewohnt. Ja, also, es ist halt eigentlich traurig, dass so wenig die Minibosse gemacht werden, aber was willst du halt tun, ne? Wenn sie keiner machen will, weil es zu zeitaufwendig ist. Wir haben es dann innerhalb unserer Legi, also nicht innerhalb unserer Legi, aber mit ein, zwei Leuten haben wir dann immer gesagt, okay, gut, hier lass die anderen Bosse noch mitmachen. Dann haben wir die auch mitgemacht. Aber die wenigsten Leute wollen das halt, weil es halt nicht zeiteffizient ist, obwohl die ganz guten Loot droppen können. Was sehr schade ist. Weil es geht nur noch um Effizienz und Zeit und nicht so meins. Ich finde das irgendwie doof. Man sieht jetzt hier auch solche Kisten. Dafür gibt es auch wieder später eine Quest. Die stehen hier überall ein bisschen rum. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Aggro ziehen.
Ja, also früher haben wir hier auch sogenannte Clearbands gemacht. Das heißt, wir haben alles getötet, was hier rumsteht. Hier sieht man auch wieder so eine Kiste. Also wer so eine Waffenquest hat, die Kisten gibt es bis zur Chromede. Also bei Chromede gibt es sie auch noch. Das heißt, es sind dieses Spiel, wenn hier vorne nicht geklärt wird, bei Chromede findet man auch nochmal ein Squadron. Ich kann so leider nicht alles zeigen, weil ich habe die Quests alle noch nicht, weil ich eigentlich erst gerade ein Level über dem Instanzenlevel bin. Kann ich wieder zumachen? Der Kleriker jetzt da? Das ist einer von McDonald's. McDonald's sieht man mittlerweile öfter. Aber ich kenne aus McDonald's auch schon eine Klerikerin und I don't know. Manchen Leuten weiß man einfach nicht, was man von denen halten soll. Aber das ist bei mir ja nicht anders. Ist halt noch alles hier mit roter Schrift, weil alles viel zu hochlevelig. Ey, Mana-Tränke sind echt OP. Also wir kämpfen uns jetzt quasi durch die 20 Mobs nebenbei durch. Das ist immer so eine Quest, die macht man einfach nebenbei. Das ist so irrelevant. Weil auf dem Weg zu Chromede machst du locker 20 Gegner. Und die Quest bringt halt gut XP. Die bringt halt 1,5 Millionen. Eigentlich stand ich doch gut. Wer hat den denn jetzt gezogen? Ja, man muss ja immer ein bisschen aufpassen bei den Ecken und alles, dass man nicht dann. Und beim Rumdurchtappen. Also mit Tapp tue ich ja hier durch alle umstehenden Gegner. Auswählen. Und da muss man echt vorsichtig sein, dass man da nicht den Falschen erwischt. Da kommt jetzt noch eine Patrouille. Templer hält sich aber ganz gut. Müsste, glaube ich, wirklich mal irgendwie normale Mana-Tränke machen. Das ist ja. Oder so mehr kaufen. Mana-Tränke sind viel zu stark. Kanton haben es halt cool. Kanton haben später, weiß gar nicht, an welchem Level dafür habe ich meinen Kanton nicht hoch genug gelevelt, haben dann einen Skill, der dir kurzzeitig Mana regenerieren kann. War praktisch. Erinnert mich an Bade. Ich werde bestimmt noch nicht viel Damage machen. Ich hätte super gerne mal noch den Damage-Meter, aber ich vergesse jedes Mal, den zu installieren, weil dann musst du das Spiel neu starten. Was mich langsam wirklich interessiert. Ich will den immer heilen. Ja. Es ist halt wirklich eigentlich, also als Beschwörer mache ich halt wirklich nur Damage. Ich versuche so viel Damage, wie ich kann, immer auf die Leute drauf zu drücken. Was dann für uns später noch relevant wird, ist ja diese Furcht. Ich habe zwischendurch mal ein paar Skills geholt, I'm sorry. Wir haben jetzt hier noch Furcht dazu bekommen, Störung haben wir dazu bekommen. Und ein bisschen was hat sich hier geupgradet. Weil ich wollte nicht, wenn ich schon Feuerturm bin, dann irgendwie nicht mit allen Skills, die es gibt, die ich haben könnte, hier rein. Das wäre unfair. Weil manchmal braucht man doch die Furcht. Bei der Furcht muss man aber aufpassen. Furcht heißt, das Ziel rennt vor dir weg. Du verwandelst es und es rennt vor dir weg.
Wenn man Gladiatoren mit hat, ist das eh ein bisschen useless, weil sobald das Ziel angegriffen wird, verwandelt es sich zurück. Und es geht darum, dass wenn du es unter Furcht setzt, es niemanden mehr angreifen kann und du dich derweil auf die anderen Gegner konzentrieren kannst, falls es mal zu viele sind. Was man allerdings beachten muss, ist, wenn du jemanden vierst, die rennen weg. Das heißt, man muss diese noch stunnen oder routen, also festhalten. Und du musst quasi Furcht machen und dann müsstest du die Zügelung draufhauen, in der Hoffnung, dass die Zügelung durchgeht. Damit der halt nicht weit wegrennt, sondern an der Stelle dann bleibt. Um nicht, weil wenn die wegrennen und dann in Gruppen von Gegnern reinrennen, dann kommen alle Gegner, die reingerannt sind, dann auch zu euch und attackieren euch. Und dann macht's das, was vorher schon schlimm war, nicht besser, sondern nur noch schlimmer. Und wir sind gleich, glaube ich, gerade hier hinten, weil einer hier wahrscheinlich diese Golem-Quest hat, wo man die Magie- und Kraftfeld-Golem töten muss, um deren Kristalle zu bekommen. Es ist interessant, dass es hier schon die großen Elementarsteine gibt. Weil von denen habe ich jetzt schon über 1000. Das ist schade, dass wir die Götterfestung nicht eingenommen kriegen. Ich hätte so gern das Morph-Rezept. Weil die mächtigen Elementarsteine ist schon. Wäre schon wild. Die sind schon. Wir sammeln die schon immer akribisch bei uns in der Lege. Ich krieg die dann teilweise immer zugeschickt. Oder zugesteckt. Weil ich habe halt meine Alchemie so hoch, dass ich die Dinger jetzt schon brauche. Gut, die 20 Gegner-Quest haben wir. Hat einer nicht fertig gelootet? Wir finden uns quasi jetzt hier, also hier ist der Eingang, und jetzt gehen wir hier lang. Um dann ein bisschen einordnen zu können, weil es schon ein bisschen wild aussieht, wenn man sich so denkt, so rechts, links, geradeaus, wo muss ich lang? Wir werden hier aber nicht nur einmal reingehen, also das ist jetzt hier nur so ein kleiner schneller One. Es geht sogar noch schneller. Aber. Oh, ich finde es. Warte, 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 warte. Ja, das war Wecker. Ist interessant, dass sie so wenig klären wollen. Ich finde es auch interessant, dass der Kleriker gerade so am Leben am Limit spielt. Man hat, glaube ich, schon einen Skin drauf. Ah, schade. Damit man bloß nicht sieht, was er anhat. Sieht zumindest sehr danach aus. So, da kommt jetzt noch einer. Problem ist halt, wie gesagt, bei Gladiatoren bringt es selten was hier irgendwie was zu. Einschlafen zu lassen oder zu sleepen. Weil die machen die ganze Zeit Area of Effect Skills, also AOEs. Und wenn die dann den Gegner mit hitten, dann bringt mir das nichts. Es ist verschwendetes Mana. Außer man spricht sich vorher mal irgendwie ab und sagt, ja, hier könntest du bitte keine AOE Skills machen, damit wir hier ein bisschen besser durchkommen. Tempelsteingolems machen sehr viel Schaden. Da muss ich manchmal schon aufpassen, dass mir nicht der Tank stirbt. Manchmal bin ich auch als Kleriker dann gestorben.
Wenn die Golems hier ignoriert werden und lieber die Gargoyles gemacht werden, dann bist du als Kleriker ein bisschen im Eimer. Weil du bekommst die Aggro von dem Golem, da du ja heilst. Und kriegst du die sogenannte Heal-Aggro. Aufgrund der Tatsache, dass du halt den, der den eigentlich tankt, dann heilst. Und wenn kein weiterer den angreift und Schaden an dem verursachst, damit er sich so denkt, boah, der Heiler ist gar nicht so wichtig, ich muss jetzt hier schnell den Damage-Dealer töten, damit der mich jetzt nicht tötet, dann bist du da ganz schnell mal in der Bredouille als Heiler. Ich hoffe, meine Mana-Behandlung reicht noch. Da ist das Rotan, das kommt jetzt auch gleich hierher. Müssen wir ein bisschen aufpassen, oder? Das ist auch so ein kleiner Mini-Boss. Das hat auch einen Pathing, also einen Weg. Der geht nämlich teilweise bis hier hoch. Der geht hier so lang, hier so lang, hier so lang, dann hier irgendwie so. Und der kann hier durch die gesamte. Der rollt durch die gesamte Instanz. Aber das hier ist jetzt eine ganz doofe Stelle, Leute. Ja. Haben sie sich nicht so überlegt. Und ich glaube kaum, dass wir jemanden haben, der den Kleriker heilen kann. Ich noch Steine? Noch einen. Aber der eine gleich stirbt jetzt erstmal. Die haben halt jetzt drei Gegner gezogen. Ja, nicht so gut. Und der Berry hat jetzt kein Mana mehr. Hat er gerade einen Pott genommen? Da kommt nämlich auch noch eine Patrouille. Man merkt, dass Rotan hält ein bisschen mehr aus, hat halt 5 Sterne. Okay, dass die nicht geaddet wurde, ist krass. Das ist alles, was so grün ist oder weiß, ist alles Trash-Loot. Da können alle drauf. Oh, das ist ein Magieverstärkungs-Dings. Der Rotan kann einmal Magieverstärkung und einmal kritisch einen Crit-Ring droppen. Cool, da haben wir schon einen Level 36 Accessoire. Mit den Rings. Du siehst manchmal so Level 40, 45er noch mit diesem Ring rumrennen, mit dem Rotan-Ring. Not gonna lie. Weil der ist ja Level 36. Und es gibt teilweise echt nicht viele Accessoires. Vor allem keine guten. Von daher nimmt man dann das, was man hat, ne? Nützt ja alles nix. Ich glaube, wir kriegen ja locker Level up nach dem Run. Was jetzt die Spitze des Eisbergs wäre, ne? Wäre, wenn jetzt bei dem Boss für mich ein Buch oder eine Kugel droppt. Das wäre... Oh, mein Geist hat geaddet. Und ich habe geaddet. Okay. Nein. Wieso ist er gefiert? Er bringt nur einen Gargoyle mit. Wieso ist er nachträglich gefiert gewesen? Ja, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Und da kommt die nächste Patrouille. Oh. Was passiert hier? Ich bin zu fett. Ich habe wieder alles geaddet. Mache ich doch sonst nur als Kleriker.
Normal müsste der Tank jetzt hier wieder Zahlen über die Gegner machen, damit wir wissen, wie wir zuerst fokussieren, damit er schneller umfällt. Aber der 4 war ja komisch. Ich dachte erst, er ist nicht durchgegangen, weil er nicht instant drauf war. Aber wir haben es überlebt. Für den Loot und die Erfahrungspunkte. Oh Mann. Ich wollte halt einen halben Kleban machen. Da hinten steht sogar der kleine Boss. Die Knickschwinge. Ja, wir wollen ihn mal aufräumen. Zum Beispiel verstehe ich nicht, warum man den nicht einfach mitmacht. So, man muss so 3-4 Gegner vorher nochmal töten, zusätzlich, und dann kannst du den kleinen Boss machen. Weiß nicht. Ich finde es traurig, dass man den Feuertempel einfach nur noch so für die 2 Quests läuft. Klar, es ist effektiv fürs Leveln und für eventuelle gute Waffendrops beim Boss. Aber ich finde es traurig. So, like, gefühlt tut man 60% der Instanz nicht mitnehmen. Boah. Oh, es war schlecht. Aus, einfach aus dem Grund, weil man... schnell leveln will oder nur noch die Boss-Runs machen will. Der stirbt gerade schon wieder. Ich weiß nicht, wir haben 2 Gladiatoren und einen Templer und wir kriegen die Aggro nicht gehalten. Ich meine, Gladiatoren sind nicht dafür bekannt, Aggro gut halten zu können. Musste ich leider auch schon am eigenen Leib erfahren. Also ich wäre als Clary, ich wäre schon ein bisschen eskaliert, to be honest. Mich hätte schon ein bisschen gestört. Like, du hast hier 3, die mittendrin stehen und eigentlich die ganze Zeit Schaden machen und Skills haben, um da die Aggro zu ziehen, und dann tippst du hier permanent, weil die es nicht packen. Ach, jetzt hat er gemarkt. Fällt ihm aber früh ein. Wie haben wir denn noch einen? Chaotisch. Das ist ein kleiner Chaoten-Run. Es wird aber nicht der erste und nicht der letzte sein. Also ich fragte, was diese Erholungsserien sind. Diese Erholungsserien sind dazu da, dass man seine von Haus aus existierende Mana und Lebensregenerierung erhöht wird. Deswegen nehme ich die immer mal. Hier seht ihr auch schon wieder, da hinten steht auch eine Kiste, hier vorne auch. Für die Kistenquest, wenn die eine hat. Wird hier wenigstens mal aufgeräumt. Ist hier nochmal eine Serie? Hier sind nochmal eine Serie. Haben wir endlich die ganzen geringen Mana-Tränke aufgebraucht, die nicht so gut sind. Ich hoffe, wir sterben nicht alle bei dem Boss. Also, die kann halt auch ganz schön garstig sein. Was sehr interessant ist, ist, es gibt diesen Boss in 2 verschiedenen Varianten. Aber die Variante findet man nur raus, wenn man die Namen kennt. Weil sie gibt es als korrupte Richterin und dann gibt es sie noch als... Oh Gott. Kann mir das nie merken. Ich hab's gleich. Ich brauch gleich kein Mana mehr.
Es ist sogar, also jetzt mal no joke. Jeder Miniboss in Feuertempel hat gerade erhöhte Dropchancen durch das Event. Und keiner macht sie. Glaube, ich muss mal eigene Gruppen erstellen und dann müssen wir die Bosse mitmachen. Ich habe gerade nochmal die Tabelle aufgemacht. Und einfach jeder Miniboss hat eine erhöhte Dropchance. So. Kinders. Seid nicht faul, macht was. Macht die Bosse mit. Kommt schon. Es gibt nämlich einmal die abscheuliche Richterin Chromede und einmal Chromede die Korrupte. Von daher, also es gibt, sie hat zwei verschiedene Titel. Wer ist die Korrupte? Weil je nachdem, was sie für einen Titel hat, kann sie andere Items droppen. Das wissen viele nicht. Aber es ist so. Ich glaube, die eine kann zum Beispiel den Speer für den Gladiator droppen und die andere nicht. Aber jetzt, wo ich gerade diese Liste so sehe, finde ich es echt traurig, dass man die Minibosse nicht macht. Also ich muss wirklich nächste Woche dann, oder wenn ich Zeit habe, weil ich Feuertempel werde ich dann ab einem gewissen Punkt einfach spammen. Das ist so. Da werde ich dann auch selber einfach Gruppen machen, wo ich dann sage, hier, yo, Leute, wir machen die Bosse. Warum? Wegen dem Drop-Event. Wenn. Wie zum Beispiel gestern an einigen dann, wenn du denen sagst, so ja, das droppt doppelt wegen dem Event und dann die Leute auf einmal sagen, boah, scheiß auf dieses Event. Ich will so denken, ach ja, du willst aber deine Waffen haben und heulst bestimmt schon seit Wochen und Monaten rum, dass du diese Waffe nicht kriegst, weil die Droprate so niedrig ist. Jetzt erhöhen sie die Droprate. Wir kriegen goldene Sachen doppelt und dreifach gefühlt. Und dann heulst du auch rum. Ich meine, man kann es eh nie jedem recht machen, ne? Aber please. Dann heult doch nicht immer hier so rum und sagt dann, oh, scheiß auf dieses Event. Wenn er auf der anderen Seite rumheult, dass er dieses Item nicht kriegt und die Jobchancen immer so niedrig sein. Weil jetzt haben sie was dagegen getan. Und dann wird immer noch rumgeheult. Und das finde ich nicht in Ordnung. Wir müssen ja wirklich gerade nur Schaden machen. Man muss ja wirklich, wenn sie am Anfang hier anstürmt, muss man wirklich als Damage-Dealer weiter wegstehen, weil dann macht sie so einen Fernkampfangriff, der ordentlich Schaden macht. Und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, kann man aber ganz schnell sterben. Und nah an ihr dran liegen, stehen sollte man auch nicht. Man sieht halt hier, sie hat noch viel Widerstand bei meinen Skills, weil ich einfach nicht genügend Magieverstärkung habe. Deswegen dauert es jetzt auch noch ein bisschen länger. Meine Aggression kommt halt bei ihr nicht an. Das ist schade. Da sieht man dann halt den Levelunterschied. Spätestens da weiß man dann, na, mit Stufe 27, 28 sollte man vielleicht noch nicht unbedingt laufen, wenn man das Gear dazu nicht hat. Genau, da bei dem Skill hat man gerade gesehen, dass alle Nahkämpfer jetzt gerade richtig gelitten haben. Weil sie nicht weggegangen sind. Du kannst sehen, wenn sie die Fallen da hinstellten, alles. Damit man da nicht so aufs Gesicht bekommt. Aber an sich ein ganz entspannter Boss. Gibt Schlimmeres. So, was haben wir drin? Wenn er so lange überlegt, ist irgendwas drin. Das Großschwert ist drin, das ist insane. Und ich brauche das Buch. Ey, das ist insane. Erster Run, wir kriegen das Buch. Das ist böse, da können sie jetzt drei Leute drum schlagen. Hier, da sind dann noch die Kettenhaufen mal drinne.
Also man hat gesehen, die Kette ist zum Beispiel auch nur immer einmal drin und jetzt ist sie doppelt drin. Das liegt halt wirklich an diesem Event. Und ich verstehe echt nicht, wie man über dieses Event sauer sein kann. Da droppt halt nicht immer. Die brauchen wir sogar. Da droppt nicht immer das, was man braucht. Aber die Chance, jetzt etwas zu droppen, was man braucht, ist halt höher. Cool, jetzt haben wir zwei Accessoires bekommen, die wir dann mit Level 35 ausrüsten können. Und ein Buch mit Level 35. War noch nicht alles, Leute. Warum die ist eigentlich ist die Free for All. Ich verstehe gar nicht, warum die nicht würfeln. Oh, ich habe 99 gewürfelt. Aua. Es ist halt lustig. Ich verstehe das halt fast länger fürs Looten als fürs Kämpfen, weil so viel drin ist. Ja, man hat richtig fettes Loot. Voll cool. Also es kann sich keiner über das. Also man hat nicht immer Glück beim Looten, so wie jetzt gerade, aber ich konnte mich bisher nicht beschweren über das Event. Das Stigma-Event war viel beschissener. Das Event hier ist cool. Das hier ist super, super cool. Wir warten mal kurz, weil ich will die Quest gleich abgeben für das Level Up. Wenn man außerhalb einer Gruppe ist, wird man ja rausgeportet und ich bin halt in Moorheim gebunden und ich habe keine Lust, dann nochmal wieder komplett bis hierher zu fliegen. Aber cool. Richtig, richtig cool. Warte, ich suche gerade die Tasten, komm, ich suche die immer. Die Steuerung links klick. Ach, das ist wieder so ein Buch. Die sehen so schön aus. Wir haben ja richtig viel an, Mensch. Ein bisschen was müssen wir bei uns ins Lager auslegen. Ich kann dann auch gleich mal hier noch ein bisschen von den Sachen hier verkaufen. Nicht alle. Außer das Titanium, die Quest habe ich schon abgegeben, aber die brauchen wir noch, das brauchen wir noch und Twist brauchen wir, glaube ich, auch. Das ist übel cool. Also, ich habe ein bisschen gehofft und gezwunkert, dass wir Buch oder Kugel bekommen. Kugel wäre noch geiler. Für PvE so, aber Buch ist auch cool. Schenken Gaul, schaut mal hier ins Maul. Und du kriegst halt gute Erfahrungspunkte an sich. Wenn man zumindest alle Quests mitmachen kann. Ich habe bisher ja nur eine. Aber ich muss aufhören, hier die ganze Zeit immer Instanzen zu spammen. Und irgendwie so einen Fast-Level-Weg anzufangen. Weil die ist sogar bei mir noch rot. Weil die viel zu hoch ist eigentlich für mich. Und wir haben ja noch die Quest nach Pustonien bekommen gehabt. Der Soundtrack ist auch super. Aber seht ihr? Die Instanz lief wesentlich schneller als Noxana. Da, weil es auch eine Gruppeninstanz ist und weil wir halt nicht alles von der Instanz gemacht haben, sonst hätten wir auch, glaube ich, fast eine Stunde drin gesessen. Aber wenn du alle Bosse machst, also das Problem an den Bossen ist, die sind nicht immer da, die spawnen random. Und an deren Platz ist halt dann ein normaler Mob. Anstelle des Bosses. Bei manchen kannst du aber schon auf der Minikarte hier so, also man sieht ja hier, kann man hier so drüber hovern. Und das kann man im Tempel auch machen. Da kann man so durch eine Wand quasi gucken und schauen, ob der Boss da ist. Und dann musst du nicht den gesamten Weg gehen. Was auch geht, ist, wenn du irgendwie einen Assassinen oder Jäger hast, der kann sich unsichtbar machen und dann geht er da mal kurz durch, geht gucken, ob die Bosse da sind oder nicht. Und dann kannst du dann auch entscheiden, ob du da abbiegst oder nicht. Aber das ist halt, ich glaube, da würde man auch fast eine Dreiviertelstunde dann, also ich glaube, du brauchst da 15, 20 Minuten länger, wenn du die alle machst. Was ja nicht schlimm ist, weil du kriegst dafür halt Loot. Und wenn ich die Tabelle sehe und mir denke so, dass da wirklich Seid jeder gegrüßt, Loot Eva. bringt, dann weine ich schon ein bisschen innerlich. So, Ich das war hoffe, unser das Level Up. Schicksal findet euch bei Nehme die Kräften. Quest mal nicht an, weil wir Was haben sagt noch man dazu? genügend Quests. Ja, geht in Ordnung. Ich würde mal nach Moorheim, dann quest ich dort weiter. So, das war mal ein schneller Feuertempel-Run. Also das sind so diese üblichen Runs, 20 Mobs und einmal Chromede. Mehr ist das tatsächlich nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zum Questen. Bis dahin, ciao, ciao.